Was Tammo richtigerweise vorangestellt hat, worum es auch im Buch geht, ist, dass ich nachgedacht habe über verschiedene Wahrnehmungen von Zeit. Also ich beanspruche gar nicht, wie das früher vielleicht Naturphilosophie getan hatte, der Physik ihre Zeiterfassung oder ihren Zeitbegriff streitig zu machen. Ich glaube aber, dass es da gegenüber der Philosophie noch deutliche Unterschiede gibt. Das zieht sich auch lange durch die Philosophiegeschichte. Deshalb auch ein bisschen dieser recht klassisch, antik anmutende Titel Aion, Kronos, Kairos, die Götter der Zeit in der Philosophie. Wir haben es dann natürlich mit griechischen Gottheiten zu tun, die auf unterschiedliche Art auch immer wieder dargestellt wurden. Ein Beispiel dafür ist dieser Sammelband vom Kollegen Paul Dahnler, der auch schon Kronos, Kairos, Aion, alles eine Frage der Zeit herausgegeben hatte, auf diese Götterfiguren und inwieweit die uns heute auch noch im Alltagsbewusstsein präsent sind. Zum Beispiel in Sprichwörtern werde ich im Laufe dieses kurzen einführenden Referats zu sprechen kommen. Das, auch das wurde bereits gesagt, natürlich auch eine Buchvorstellung ist, zu meinem Werk Die Gelegenheit ergreifen, eine politische Philosophie des Kairos, des Gottes der guten Gelegenheiten. Ich beginne zunächst mit Aion. Das ist in der griechischen Antike der Gott der zyklischen Zeit. Wenn wir über antike Philosophie sprechen, sind wir schnell bei Aristoteles, der für meinen Vortrag heute eine interessante Figur ist, weil er als ein einzelner Philosoph zu sehr verschiedenen Vorstellungen und Auffassungen von Zeit sich geäußert hat. Das mag manchmal, wenn man es rein als Text liest, widersprüchlich klingen. Wenn man versucht, dem Sinn davon auf die Spur zu kommen, wird sich schnell zeigen, dass Sachen, die in der Philosophie als Widersprüche formuliert werden, nicht den Philosophinnen anzulassen sind, sondern häufig Widersprüche in der Sache sind, um die es uns, wie Tammo sagte, geht. Da haben wir ein Bild von Aristoteles. Er führt den Begriff des Aion in seiner Philosophie folgendermaßen ein. Die Vollendung, welche die Lebenszeit jedes Einzelnen umfasst, heißt Aion. Er entlehnt diesen Begriff aus dem griechischen Götterglauben. Diese Gestalt des Aion, die ihr hier im Bild seht, wird häufig in einem Kreis stehend dargestellt. Das betont das zyklische Moment dieser Zeitauffassung, mit der auch Aristoteles viel anfangen konnte. Denn er schreibt an anderer Stelle auch, die Zeit selbst scheint ja eine Art Kreis zu sein. Das Typische für diese zyklische Zeiterfahrung, die Aristoteles hier auf den Begriff des Aion bringt, sind eben auch Momente der Wiederholung. Also Zeit als etwas zu erleben, in dem Platz für Geschehnisse ist, die wiederkehren können. Das lässt sich mit verschiedenen Alterserfahrungen, die wir alle kennen, illustrieren. Dazu gehören so etwas wie der Dauer und der Kreislauf von Jahreszeiten. Die werden jetzt schon in einigen Weltregionen durch die Klimaerhitzung durcheinandergebracht. Aber mindestens zu Aristoteles Zeiten und auch uns aus unserer Kindheit ist das ja noch bekannt. Ein Jahreskreis, der dann auch zu dem Erfahrungsschatz gehört, dessen, was Aristoteles meint, wenn er sagt, die Zeit selbst scheint ja eine Art Kreis zu sein. Auch das, was er vorhin mit dem Aion verbunden hatte, eine zyklische Vorstellung von Leben, Geburt, Leben, Tod, neue Geburt, als eine sehr prägende Alterserfahrung, die Menschen mit ihrer Lebenszeit machen. Wir können also diesen Begriff des Aion, abgeleitet von der gleichnamigen Gottheit, eben als ein Sinnbild für zyklische Zeit verstehen. Gemeint ist hier also offenbar erlebte Zeit, die sehr nah dran ist an dem, was ich philosophisch begrifflich biologische Zeit nennen würde. Also auch im Kreislauf der Jahreszeiten. Ich glaube, das klassischste Beispiel wäre das Blühen, das Fruchttragen und der Herbst und der Winter im Leben eines Baumes.
Ich hatte gesagt, dass ich zurzeit als Professor für allgemeine und politische Philosophie arbeite. All diese Zeitbegriffe haben natürlich auch politische Implikationen. Und ich würde gerade für die Antike und bis in die frühe Moderne davon sprechen, dass es tatsächlich auch eine politische Philosophie des Aion gibt. Ein typischer Vertreter dafür wäre der berüchtigte italienische Staatsphilosoph Niccolò Machiavelli, der 1469 bis 1527 lebte und davon ausging, dass sich nicht nur unsere Alltagserfahrung, also die Erfahrung mit biologischer Zeit, sondern auch die Erfahrung mit politischer Zeit als einen Kreislauf denken lassen. Klassischer Philosophie wird das dann immer dargestellt, wir haben als Herrschaftsform beispielsweise eine Monarchie, die degeneriert zur Tyrannis. Also Aristoteles hatte auch immer unterschieden die guten und die schlechten Herrschaftsformen. Der gute Monarch verwandelt sich in einen Tyrannen. Das führt dazu, dass Befreier auftreten, die diesen Monarchen, der Tyrann geworden ist, stürzen, die sich dann selber als eigenen Verdienst für ihre befreiende Tat in den Rang von Aristokraten erheben, also eine Adelsherrschaft errichten. Auch das wird irgendwann Unfrieden im Pöbel erzeugen und das Volk errichtet dann letztendlich eine Demokratie, so die antike Vorstellung, die so lange besteht, bis sie so sehr in Chaos ausgeartet ist, dass das Volk sich wieder nach einem Monarchen sehnt, der da Ordnung reinbringt. Also auch solche Tendenzen haben wir ja durchaus heute im Rechtspopulismus, wo sich dann gewünscht wird, dass es doch mal wieder den starken Mann gäbe, der die Richtung vorgibt. Für Machiavelli ist das genau der Kreislauf der politischen Herrschaftsformen, wo er annimmt, so würde sich ein Staat also ohne Ende in jenen Regierungsformen immer weiter herumdrehen. Und Machiavelli definiert entsprechend auch die Aufgabe der politischen Philosophie vor allem darin, den jeweils Herrschenden Ratschläge zu geben, in welcher Phase des äonologischen Kreislaufes wir uns gerade befinden. Es war lange Zeit ein sehr attraktives Bild, was auch in der Geschichtsphilosophie, um die es in meinem Buch geht, eine große Rolle gespielt hat. Lässt sich allerdings klar einer vormodernen europäischen Zeit von der Antike bis zu Renaissance-Philosophen wie Machiavelli zuordnen. Das ist bei der zweiten Gottheit der Zeit in der Philosophie ein wenig anders. Da haben wir Kronos, den Gott der linearen Zeit. Also der Begriff des Kronos ist euch wahrscheinlich allen geläufig aus der Chronologie, die eben auf diesen Gottesnamen zurückgeht. Und Aristoteles wäre nicht der Vater der europäischen Philosophie, wenn ihm nicht auch zu chronologischer Zeit etwas eingefallen wäre. Das ist bei ihm das Folgende, also die Auffassung von Zeit, die wir chronologisch nennen würden, bestimmt Aristoteles folgendermaßen. Chronos ist die Zahl der Bewegung in Hinsicht auf das Früher oder Später. Also wir haben es nicht mehr mit einem einfachen Kreis zu tun, sondern es wird eine lineare Vorstellung, die davon ausgeht, Zeit sei in erster Linie etwas Verfließendes, was dann auch in der europäischen Tradition gerne als Zeitstrahl dargestellt wird. In dem antiken Gottesbild selber sind es dann häufig Darstellungen wie die folgenden. Also Kronos ist vor allem ein sehr alter Gott, wird meistens mit einem langen Bart dargestellt. Ihr könntet euch ähnlich wie Peter vorstellen, allerdings mit einem besonderen Attribut, nämlich dieser Sanduhr in der Hand. Das findet ihr auch ganz häufig auf Friedhöfen, wenn da Kronos-Darstellungen sind, um an die Vergänglichkeit und dieses Verfließende der Zeit zu erinnern. Da haben wir den Zeitstrahl, der dem zugeordnet ist. Für diese Zeitauffassung, die in der Philosophie eine lange Tradition hat, würde ich sagen, sie erinnert auch noch am meisten an das, was wir aus den Naturwissenschaften kennen. Gemeint ist also mit chronologischer Zeit, wenn man so will, eine messbare physikalische Zeit, die in diesem Universum mit der Ausdehnung des Raums verbunden ist.
Auch das war hier schon bei diversen Wurzeltischen Thema. Warum ich sage, dass die chronologische Zeit in der Moderne noch eine größere Rolle spielt, als das bei antiker oder mittelalterlicher Philosophie der Fall war, so hat das natürlich auch ein religionsphilosophisches Motiv. Anders als in monotheistischen Vorstellungen ist für uns moderne Menschen die Zukunft ja durchaus etwas Offenes. Im klassischen Christentum war die immer begrenzt bzw. ausgerichtet auf den Vorlauf zum jüngsten Gericht und Geschichte dann eher eine Folge, die sich aus dem Sündenfall der Menschheit ergibt. Die Moderne dreht das gewissermaßen um, wenn sie an diese chronologische Zeit eine Vorstellung von Fortschritt knüpft. Da wurde auch sehr lange, das ist auch ein sehr prägendes Motiv für die europäische Aufklärung, davon ausgegangen, dass technischer, sozialer und politischer Fortschritt chronologisch erfolgen würde. Also je weiter sich die Jahrhunderte vorwärts bewegen, Kant war da durchaus ein Optimist, der noch meinte, zwar nicht in einer aufgeklärten Zeit, aber in einer Zeit der Aufklärung zu leben, wo weitere technische, soziale, politische, philosophische Fortschritte die Menschheit immer näher zu einem Zustand der Mündigkeit bringen würden. Das findet sich in vielen auch modernen politischen Strömungen, sei es beim Sozialismus, sei es beim Liberalismus wieder. Diese Idee, dass Geschichte vor allem zu denken wäre als ein chronologischer Fortschritt, wo die Menschheit Schritt für Schritt vorankommt. Ich habe ja schon erwähnt, das ist im 20. Jahrhundert fraglich geworden. Beim technischen Fortschritt sind wir uns heute auch nicht sicher, wann Produktivkräfte in Destruktivkräfte umkippen, wann die Errungenschaften der industriellen Revolution dann eben spätestens in der Zeit der Erderhitzung durch den Klimawandel vielleicht eher sich in Destruktivkräfte verwandeln. Der Erste Weltkrieg stellt da in der modernen Philosophie für viele Philosophinnen und Philosophen einen großen Einschnitt dar, weil das, was da geschehen ist, was auch als Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts in Erinnerung geblieben ist, ganz zu schweigen, was an Stalinismus, Faschismus, Nationalsozialismus, Shoah anschließend geschah, dieser Fortschrittsglaube an die vorwärtstreibende Macht des Kronos da auch deutliche Brüche bekommen hat. Das führt dann zu verschiedenen Arten in der Philosophie, damit umzugehen. Es gab immer wieder Philosophinnen und Philosophen, die das ganz aufgegeben haben, überhaupt anzunehmen, es ließe sich über Geschichte systematisch nachzudenken. Es gibt die Strategie, von einem Ende der Geschichte zu reden, im Sinne von früher gab es Geschichte und Fortschritte, heute gab es das nicht mehr oder gibt es das nicht mehr. Ich schlage gegenüber diesen beiden Positionen einen dritten Weg ein, den ich auch mit der dritten Gottheit verbinde, die ich euch heute Abend vorstellen möchte. Und das ist Kairos, der Gott der günstigen Zeit oder der Gelegenheit. Auch dazu fiel Aristoteles selbstverständlich etwas ein. Das Gute in der Zeit, der rechte Moment, Kairos. Warum es sich anbietet, diese Zeitbegriffe anhand der Götter zu illustrieren, ist, dass die Mythen einem einerseits immer so wunderschönes Material zur Interpretation bieten, andererseits aber auch eine ganz erstaunliche didaktische Kraft haben, was den Aspekt angeht, wie gut sich Lernende der Philosophie etwas merken können. Im Mythos ist Kairos unter anderem der Enkel des Kronos, also der Sohn des Kronos ist Zeus und Kairos ist der Enkel. Es hat was damit zu tun, dass sich die alten Griechen das tatsächlich so vorstellten, dass es innerhalb der chronologischen Zeit bestimmte kairologische Momente gibt, die hervorgehoben sind. Und meiner Interpretation nach dann auch diejenigen sind, in denen Geschichte passiert. Also wir müssten uns mit der Vorstellung vertraut machen, dass Geschichte nicht immer und jederzeit einen gleichmäßigen Gang geht, sondern dass es da Brüche und Umbrüche gibt. Als Gottheit ist Kairos vielleicht der unbekannteste von den drei Gestalten.
Ich vermute aber, ihr kennt alle diverse Sprichwörter, die mit Kairos zu tun haben, denn diese Gottheit erweist sich als wahrer Sprichwortgenerator. Wie ich euch hier mal zeigen kann, an diesem Kairos-Relief, das ist in Turin zu besichtigen. Das ist eine sehr berühmte Arbeit. Wenn ihr mal in Turin seid, schaut euch das gerne an. Wir finden zuerst im Bild eine sehr auffällige Frisur. Ihr erkennt das hier vorne. Darauf geht unser Sprichwort, die Gelegenheit am Schopf zu packen, zurück. Also das ist die Vorstellung, wenn uns der Gott der guten Gelegenheit entgegenkommt, so ist das immer ein sehr kurzfristiger Moment, den müssen wir beim Schopf packen. Das kann man auf unterschiedlichste Sachen anwenden, sei es die Liebe auf den ersten Blick, wo man manchmal auch schnell reagieren muss, bevor der oder die attraktive Person an einem vorbeigerauscht ist. Ob man denen dann gleich in die Haare greifen muss, ist eine andere Frage. Da spiegeln sich natürlich auch gewisse homoerotische Vorstellungen der antiken Griechen wider, weshalb Kairos auch im Gegensatz zu seinem Großvater Kronos immer als ein junger, muskulöser, attraktiver Gott dargestellt ist. Die Kairos-Zeit ist kurz. Die Gelegenheit muss ergriffen werden, bevor Kairos an einem vorbeifliegt. Also er ist umfangreich mit diversen Rücken- und Fußflügeln ausgestattet. Das können wir uns auch merken für antike Statuen. Je mehr Flügel da dran befestigt sind, desto mehr Geschwindigkeit oder Drive haben diese Figuren. Bevor er davonfliegt, denn hinten ist er kahl. Das ist der zweite Teil dieser interessanten Frisur. Wenn der Kairos an uns vorbeigezogen ist und wir würden noch versuchen, die Gelegenheit zu erhaschen, obwohl sie bereits verflogen ist, greifen wir nur von hinten an die Pläte und können den Moment nicht festhalten. Es ist aber wichtig, diesen Moment festzuhalten. Da sind wir bei den nächsten Sprichwörtern, denn die Kairos-Figur trägt die Waage des Schicksals auf Messerschneide. Also natürlich auch eine sehr interessante Vorstellung, wie ein Gott das schaffen soll, bei hoher Geschwindigkeit gleichzeitig die Schicksalswaage auf einer Rasiermesserschneide zu transportieren. Aber für die antiken Griechen hat das als Sinnbild ganz gut funktioniert. Und ich glaube auch, dass man das im Sinne einer modernen politischen Philosophie der Zeit gebrauchen kann. Erfahrungen, die schon Aristoteles mit Kairos-Momenten verbunden hat, waren politische Ereignisse, die Chancen bieten können, besondere Momente auch in der Ausbildung, in der Rhetorik. Also wie sage ich in einer Rede zum richtigen Zeitpunkt das Richtige? Kairologie hatte auch immer eine militärische Komponente. Also wann greife ich einen Gegner an, wenn er am schwächsten ist, wenn die Gelegenheit dazu besteht? Oder auch für ganz Alltägliches. Also antike Griechen konnten auch davon sprechen, dass jetzt der Kairos wäre, sich mal ein neues Kleid anfertigen zu lassen. Im Laufe der europäischen Geistesgeschichte ist dieser Begriff dann zweimal stark aufgewertet worden. Gemeint ist dabei immer eine Tendenz, die ich auch als Aufwertung bezeichne, hinsichtlich von kairologischer Zeit als das eigentliche Muster oder Sinnbild für politisch-historische Zeit. Womit ich auch schon fast am Ende meines kurzen Inputs bin und wir übergehen können zur politischen Philosophie des Kairos. Damit kommen wir auch von Aristoteles weg und wären bei einem Philosophen, der für mich im Buch ein großer Stichwortgeber war, Paul Tillich. Paul Tillich lebte 1886 bis 1965, war sowohl Theologe als auch Pazifist, als auch Sozialist und vor allem akademisch als Theologe und Philosoph erfolgreich. Und auch gerade in diesen beiden Bereichen Religionsphilosophie und Geschichtsphilosophie. Und weil er diese Expertise mitbringt, kann er uns auf zwei Bedeutungsaufladungen des Kairos hinweisen, wie ich im folgenden Zitat zeigen möchte. In Tillichs Worten. Ich möchte an dieser Stelle ein anderes griechisches Wort einführen, Kairos, die rechte Zeit. Dieses Wort, das im alltäglichen Griechisch gebraucht wurde, hat eine besondere Bedeutung im Neuen Testament gewonnen.
Es bezeichnet dort die Erfüllung der Zeit in der Erscheinung des Christus. Also so, dass der Apostel Paulus, der auch wesentliche Teile des Neuen Testaments populär macht, grundsätzlich Griechisch schreibt, also auch viele frühe Ausgaben des Neuen Testaments im Mittelmeerraum sind auf Griechisch. Und wenn in diesen Schriften Jesus von der Zeit spricht, die gekommen ist oder nahe bevorsteht, wird dem Jesus von Nazareth eben dieses Wort des Kairos auch in den Mund gelegt. Jesus Christus spricht, der Kairos ist da, es ist Zeit zur Umkehr. Zu diesen beiden Bedeutungen, dem griechischen Ursprung und der christlich-messianischen Aufladung, fügt Tillich dann, gerade geprägt, schreibt es selber in seinen autobiografischen Geschriften, von der Erfahrung des Ersten Weltkriegs noch eine dritte hinzu. Also auch Tillich war als Sozialreformer lange Zeit davon ausgegangen, dass sozialer Fortschritt sich chronologisch und schrittweise vollziehen würde, bis er halt am Ersten Weltkrieg merkt, so einfach verläuft Geschichte nicht. Und um das auszudrücken und ihm eine neue Denkrichtung zu geben, formuliert er dann eben diesen Satz: Alle großen Wandlungen in der Geschichte wurden von dem starken Bewusstsein eines nahe bevorstehenden Kairos begleitet. Damit ist der Begriff natürlich herausgehoben aus dem Alltäglichen, den er bei den Griechen hatte, und ein Stück weit auch aus der religiösen Bedeutungsschicht, die das Christentum hinzugefügt hat. Ich hatte vorhin äonologische Zeit als Kreis dargestellt, chronologische Zeit als Linie. Beim kairologischer Zeit ist es schwieriger. Ich habe das öfter mit Studierenden auch versucht, dass ich die gebeten habe, kairologische Zeit zu malen. Es wäre gerade in einem Kunstverein sehr spannend, sowas auch hier zu versuchen. Aber wir sind ja in einem Vortrag und nicht in einem Workshop, also will ich niemanden mit solchen Aufgaben behelligen und habe die selber übernommen. Für mich sehe kairologische Zeit in etwa so aus, also auch den Verlauf menschlicher Geschichte nicht zu denken als ein ewiger Kreislauf oder eine gerade Linie, ob sie sich zum Fortschritt bewegt oder als Alternativmodell dazu als Niedergang. Auch das kennen wir in der Geschichtsphilosophie. Eine kairologische Zeitauffassung würde viel stärker betonen, dass Geschichte, wenn man so will, Charles Taylor sagt das so schön, kairologische Knoten hat. Tillich hilft uns, die Eigenschaften und Qualitäten dieser Kairos-Zeitpunkte genauer zu bestimmen und tut dies folgendermaßen. Weil die Zeit für etwas reif ist, bricht das Bewusstsein ihrer Reife in den sensitivsten Geistern durch. Nur wo diese beiden Faktoren zusammentreffen, kann man von einem Kairos reden. Das heißt, dieser Gedanke des Kairos in der Geschichtsphilosophie hat zwei Aspekte. Den einen würde ich den objektiven Faktor nennen, die Zeit selber, der Verlauf der Geschichte, der gesellschaftlichen Entwicklung muss objektiv für etwas reif sein. Der subjektive Faktor wäre das Bewusstsein dieser Reife, was in so Tillich den sensitivsten Geistern durchbricht. Und nur wo diese beiden Faktoren zusammentreffen, liegt kairologische Zeit vor. Also damit ist natürlich auch impliziert, es geht auch anders. Die Zeit kann für etwas reif sein und niemand bemerkt es. Ob das dann ein Kairos ist, der unbemerkt vorbeifliegt oder ob man gar nicht von Gelegenheit sprechen kann, würde ich später zur Diskussion stellen. Oder umgekehrt, die Menschen täuschen sich und glauben, jetzt wäre eine Gelegenheit für einschneidende Veränderung, aber die Zeit ist möglicherweise noch gar nicht reif dafür. Eine von mir sehr geschätzte Band namens Tokotronic würden das dann in so einem Refrain fassen wie: Die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit. Das ist auch etwas, was mich in meinen Überlegungen zur Philosophie der Utopie häufig beschäftigt hat. Zwei kurze Beispiele. Ich hatte das anklingen lassen bereits in der philosophischen Diskussion um den Fortschritt und die Frage nach menschlichen Produktiv- und Destruktivkräften. Ist auch geprägt davon, dass ich ganz lange interdisziplinär an einem Institut für
transformative Nachhaltigkeitsforschung gearbeitet habe, wo ich mich als Philosoph verständigen sollte mit VWLern, BWLern, Naturwissenschaftlerinnen und anderen Disziplinen, wo wir den Auftrag hatten, über unterschiedliche Auffassungen von Zukunft nachzudenken. Und wo wir die chirologische Zeit in diesem Forschungsprojekt am meisten platziert haben, war die Frage der Erderhitzung. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, wir befinden uns in einer Klimakrise, also einem zeitlich begrenzten Zeitraum, in dem sich entscheidet, ob die Erderhitzung auf 1,5 Grad beschränkt werden kann oder nicht, dann befinden wir uns damit in der Hinsicht in einem Entscheidungszeitpunkt zwischen diesen beiden Polen. Entweder die Erderhitzung wird schlimmere Ausmaße annehmen oder es gelingt, jetzt rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen, um dieses 1,5 Grad Ziel einzuhalten. Mein Beitrag in dieser Forschungsgruppe wurde insofern auch aufgenommen, dass das Argument gebracht wurde von Klimaforscherinnen, die Klimaforschung und die Klimapolitik sei selbst noch häufig zu chronologisch gedacht. Also die Annahme, man hätte ein linear wachsendes Problem, also müssten die technischen Fortschritte ebenso linear anwachsen, um das wieder in den Griff zu kriegen. Da bestätigen alle Klimaforscherinnen, die wir fragen könnten, die heute ernst zu nehmen sind, das ist falsch. Sinnvolles Handeln ist nicht als Wette auf eine Zukunft möglich, wo uns vielleicht irgendwelche neuen Lösungen zufallen im Sinne von Geoengineering, sondern das ist eine Krise, die einen einschneidenden Moment darstellt und durchaus auch entschlossenes Zugreifen, Ergreifen der letzten Gelegenheiten erfordern würde. Reicht das für eine Kairos-Situation? Wenn ich erinnere an die Kriterien von Tillich, die ich gerade vorgestellt habe, so können wir sicherlich davon sprechen, dass eine objektive Krise Tillichs Reife der Zeit besteht und vorhanden ist. Also ich warne auch immer davor, Erderhitzung als etwas zu verstehen, was irgendwann in der Zukunft passieren wird. Ich habe eine Studentin mit marokkanischen Wurzeln in meinem Seminar in Düsseldorf, deren Eltern in Marokko gerade den Feigenanbau einstellen mussten, von dem sie seit Generationen gelebt haben, weil in Marokko keine Feigenbäume mehr wachsen können. Also das ist etwas, was jetzt passiert und krisenhafte Erscheinungen hat. Die kritische Frage, die wir mit Tillich stellen können, wäre dann natürlich die folgende: Genügt die subjektive Konzentration der Kräfte zum Handeln? Also haben wir ein Bewusstsein dafür, dass diese Krise reif zu einer Lösung ist, und sind Menschen bereit, in ihrem alltäglichen und politischen Verhalten darauf zu reagieren? Denn, das ist als kritische Spitze mitzunehmen, nur wenn beides vorhanden ist, gelingt die Konstitution eines besseren Naturverhältnisses, nur dann ist Kairos. Die fettgedruckten Begriffe, die ich hier nur an diesem Beispiel kurz illustrieren wollte, sind für mich drei Ecken, die für mich zum Begriff des Kairos gehören. Die Krisenzeit, die Konzentration von handlungsfähigen Kräften und die Konstitution von etwas Neuem. Also es geht bei chirologischen Momenten auch immer darum, eine Krise in der Art zu lösen. Das übernimmt Tillich tatsächlich auch noch aus diesen messianisch-christlichen Vorstellungen, dass das Neue, das Gute in die Welt kommen kann. So viel zu diesen drei Gottesgestalten. Hier haben wir noch einmal ein Bild von mir mit einer Kairos-Figur in Münster. Steht da interessanterweise in einem Hospiz. Also ich hatte gelesen, dass es einen Auftrag gab für einen Künstler, eine Kairos-Statue zu gestalten. Davon gibt es zwei Versionen, einmal diese kleinere Plastik, einmal eine größere im Garten. Und der Leiter des Hospiz hat mir auch gesagt, in diesem ganz alltäglichen Bereich der Erfahrungen, die Menschen vor ihrem Lebensende machen, hatte er sich gewünscht, nochmal mit einer Kairos-Figur darauf hinzuweisen, dass es auch im alltäglichen Leben immer wieder Gelegenheiten für glückliche Erfahrungen gibt, die man nutzen sollte. Wie gesagt, diese besondere Qualität des Kairos, des Kairologischen, nämlich das Erwarten oder auch das Vorbereiten auf Handlungszeiten
unterscheidet sich doch dann sehr deutlich von diesen anderen beiden Aspekten, die bei Aristoteles angelegt sind, nämlich das Chronologische, was sich lange Zeit in der europäischen Moderne darstellte als ein Abwarten von Fortschritt, oder diese Vorstellung, die mit dem Gott Aion verbunden ist, die ewige Wiederkehr. Wenn man das Chronologische auf eine Formel bringen möchte, und ich weiß, dass ich das nicht darf, weil mein Vater ist Mathematiker und hat mir erklärt, dass mathematische Formeln nur dann Sinn machen, wenn man quantifizierbare Größen da einsetzen könnte. Das kann ich für die folgende nicht. Und insofern ist es eher als eine symbolische Metapher zu nehmen und hoffentlich zu ertragen. Wenn ich Kairos bestimmen würde als Gelegenheit gleich Zweck und gute Mittel, also eine Gelegenheit ist immer eine Gelegenheit für etwas und setzt voraus, dass auch Mittel vorhanden sind, um eine Gelegenheit, wenn sie eintritt, zu nutzen, multipliziert mit dem, was uns unverfügbar ist. Auch das ist ein großes Thema in aktuellen Gesellschaftstheorien. Hartmut Rosa hat da gerade ein Buch zur Unverfügbarkeit geschrieben, wo er auch mit der Kairos-Figur arbeitet an einigen Stellen. Gegebenenfalls kann sich dabei um günstige Umstände handeln. Ein Zweck, der einem durchaus vorher bewusst sein muss, zu erreichen, was wiederum entsprechende Mittel voraussetzt. Ich glaube, dass dieser Blick gerade geschichtsphilosophisch interessant ist, um uns vor diesen beiden Abgründen zu bewahren. Also entweder davon auszugehen, Geschichte sei am Ende und abgeschlossen, oder darauf zu vertrauen, Geschichte sei ein automatisch ablaufender Fortschritt. Kairos markiert da gewissermaßen eine mittlere Position, die sich mit Tillich pointieren lässt. Es ist nicht jedes zu jeder Zeit möglich. Es ist auch nicht jedes zu jeder Zeit wahr und nicht jedes in jedem Moment gefordert. Das Kairos-Denken fordert uns daher auf, sowohl unsere Intuition als auch unsere Denkanstrengungen darauf zu richten, geeignete Momente als Maßstab guter Praxis in unser Denken aufzunehmen. Aktuelles Beispiel, mit dem ich dann auch schließen möchte, vielleicht deutet das ganz gut über zur anschließenden Diskussion, ist folgendes Plakat, das ich gesehen habe. Das ist eine Mobilisierung für eine Demonstration in Berlin, die Bezug nimmt auf die aktuellen Unruhen im Iran, den Protesten gegen das Mullah-Regime, wo auch ganz groß, wenn man so möchte, in der Schrift ein kairologisches Motiv hervorsticht. The time has come. Es mag nicht immer möglich gewesen sein, diesem Terrorregime Probleme zu bereiten, aber unter bestimmten Konstellationen, die eben häufig mit Krisen verbunden sind, ergibt sich da ein bestimmter Handlungsdruck, solche Gelegenheiten. Und das gehört ganz wesentlich zur politischen Philosophie und zur politischen Weisheit dann auch zu nutzen. Immer mit diesen beiden von mir erwähnten Problemen, einerseits der Schwierigkeit, wie bereitet man sich eigentlich vor auf unerwartete Situationen. Das ist sowohl im Alltäglichen als auch im Politischen eine große Kunst. Und wie schafft man es eigentlich, solche Momente richtig zu erkennen und einzuschätzen? Das ist, wenn man so will, in ganz kurzen Worten die kairologische Kunst, mit Gelegenheiten umzugehen, von der ich empfehle, sie einzuüben und im Buch dann auch versuche, da weitergehend einige Hinweise zu geben. Für einen ersten Einstieg zu dieser Frage, was meine ich eigentlich mit den Göttern der Zeit in der Philosophie und besonders mit der Relevanz des Kairos, soll das an dieser Stelle reichen. Ich habe dann doch auch eher eine Dreiviertelstunde geredet, aber bedanke mich erstmal für eure Aufmerksamkeit. Ja, jetzt wollen wir ein paar Punkte vielleicht diskutieren. Ich habe mir vorher ein paar überlegt. Ich kenne natürlich das Buch und wir haben auch das in der Erstehung des Buches ja auch viel darüber diskutiert. Und wie ich am Anfang schon sagte, generell das Thema ist bei uns auch schon immer präsent eigentlich.
Am Anfang würde ich ganz gerne nochmal auf das letzte Beispiel kurz eingehen, was wir vielleicht nachher in der Diskussion alle gemeinsam vielleicht auch diskutieren, weil ich finde, das ist auch immer ein bisschen wichtig ist. Es ging ja heute auch ein bisschen darum, auch in deinem Vortrag bis jetzt, was für Impact wir auch haben, wo wir als Theoretiker, Schrägstrich Kritiker vielleicht eben auch einen Beitrag leisten können für aktuelle Entwicklungen. Und vielleicht sozusagen ein bisschen dazu, auch wenn es so ein Mini-Beitrag ist, aber zumindest den dazu leisten können, zu bestimmen, wann nämlich eine richtige Gelegenheit ist. Das klang ja bei dir im Vortrag an, darüber reden wir vielleicht auch gleich noch kurz. Also diese sozusagen die Vorbereitung oder vorbereitet zu sein, wenn dann so eine Gelegenheit, wenn die günstigen Umstände kommen. Das liegt nicht in unserer Hand, aber vorbereitet zu sein und sie aber vielleicht auch deuten zu können. Und da wollte ich nochmal sagen, was die aktuelle Revolte mindestens, würde ich es nennen, der vor allem der jungen Iranerinnen und aber auch Gott sei Dank junger Iraner und auch mittlerweile älterer Iraner, wenn nicht gar eine Revolution im Gange ist. Ist mir aufgefallen, das ist aus meiner Sicht die beste Revolution oder der beste revolutionäre Claim seit zig Jahren eigentlich, Jin Jiyan Azadi, Frauen leben Freiheit. Also das muss man nochmal sagen, glaube ich, da haben sie mal die gesamte westdeutsche Linke und westliche Linke wirklich überhaupt in einer spontanen Aktion. Ne? Es gibt sozusagen bei den kurdischen Befreiungsbewegungen, gibt es das schon etwas länger, aber das wollte ich nur, war mir wichtig, das nochmal loszuwerden, dass eigentlich da haben nämlich die Leute, nämlich Marx und Lenin und wen auch immer, alles Jahrzehnte studiert und gewälzt und ist halt nichts Gutes eingefallen eigentlich. Ne? Ist im Prinzip immer nur Mumpitz rausgekommen und sobald mal Gelegenheiten da waren, war im Prinzip die westliche Linke eigentlich immer zu spät und lag auch eigentlich immer falsch. Und Frauen leben Freiheit, es hätte es nicht besser ausdenken können. Und dieser Revolte ist eigentlich nur zu wünschen, dass sie sich zu einer handfesten Revolution auswächst, dass die Gelegenheit wirklich reif ist und wie dieses faschistische, islamistische Regime loswerden. Aber das nur am Rand. Auch nicht zu viel Positives, das klang ja auch bei Alex Vortrag an, wir müssen auch das Negative im Blick behalten. Und das wird da vielleicht eine erste Frage, fangen wir doch damit an. Oder eine Frage, eine Sache, die wir vielleicht doch ganz kurz diskutieren. Rollen wir es von hinten auf. Bleiben bei dem Beispiel. Du hast gesagt, wir müssen uns vorbereiten darauf, sozusagen, und es muss sich etwas konstituieren, wenn es objektive Gelegenheiten gibt. Die Frage ist natürlich dann vor allem, wie lange sind diese Zeitfenster, von denen du auch sprachst, und wie können wir sie vielleicht erkennen, wie können wir sie deuten, und wann, und das ist sozusagen meine Frage und jetzt auch mein pessimistischer Einwand, wann müssen wir vielleicht auch einsehen, dass das Fenster sich geschlossen hat? Oder woran können wir das erkennen? Ein Beispiel im Iran, es sind schon vom Regime schon mittlerweile schon wieder Hunderte, wenn nicht sogar noch mehr, wir wissen es halt nicht genau, das Internet ist abgeschaltet, sind einfach ermordet worden. Tausende sind eingeknastet worden und werden unterdrückt. Die Frage ist, wir bewundern den Mut und sie sind in einer ausweglosen Situation, sie tun das. Wir hoffen, dass es sich zu einem Regime Change auswächst und dass sie wirkliche, wahre Freiheit, das, was sie wollen, erreichen. Aber wann muss ich wissen, wann vielleicht die Opfer von mir und meinen Genossen, Genossinnen zu groß sind? Also wann muss ich mich, auch wenn es schwerfällt, vielleicht doch wieder ins Private zurückziehen und die nächste Gelegenheit oder weitere Gelegenheiten abwarten oder vorbereiten helfen? Hast du dazu eine Idee? Es kann an dem Beispiel sein oder auch etwas allgemeiner sein. Wie ist die Gelegenheit zu erkennen und wann wissen wir vielleicht auch, wann das Fenster wieder sich schließt? Mhm. Ich würde mal versuchen, von dem Beispiel zur Theorie und wieder zurückzugehen. Mhm. Zunächst bei sehr konkreten Dingen. Ich habe die letzten Tage auch viele Zeitungen im Lauf der Woche gelesen, auch zu den Sachen im Iran und wie sich der Westen dazu verhält und bemerke da, dass es vielleicht auch ein typisches Phänomen ist für unsere Zeit, die ja auch seit 1992 als Ende der Geschichte verhandelt wurde, dass gerade in westlichen Gesellschaften Bewusstsein um Kairos-Momente und historische Einschnitte fast völlig verloren gegangen ist. Also die EU redet jetzt davon, welche Sanktionen man noch etwas verschärfen könnte und welche Reformen die Mullahs dann vielleicht bereit wären einzugehen. Da wird es absolut nicht ernst genommen, was gerade im Iran geschieht. Dass es eben nicht nur darum geht, quantitativ Kleinigkeiten zu verändern, also etwas mehr Sanktionen für etwas mehr Reformen, sondern dass tatsächlich
da etwas geschieht, was ein historischer Einschnitt für den Iran werden könnte, wo es, glaube ich, auch ein Beitrag von Philosophie sein kann, überhaupt dieses Bewusstsein zu schärfen, dass es historische Momente gibt. So, dass es nicht so ist, dass sich der zähe chronologische Fluss immer gleich langsam bewegt, sondern es gibt Stromschnellen der Geschichte, in denen man reagieren muss. Und das müssen wir uns auch wieder, das können wir aus der Philosophie als Quelle ziehen, ins Bewusstsein rufen. An der Parole, die du gerade zitiert hast, finde ich, lässt sich auch noch etwas entnehmen für Überlegungen zu einer zeitgemäßen Kairologie, nämlich die beglückende Erfahrung der günstigen Gelegenheit. Also, dass da das Leben mit vorangestellt wird. Das ist, glaube ich, was ganz Zentrales. Die kritischen Fragen sind, finde ich, vor allem immer die nach dem Zeitfenster. Und da ist die Geschichtsphilosophie, wie man bei einem tieferen Einblick sehen könnte, extrem unterschiedlich. Also meint Kairos ursprünglich wirklich quasi Momenterfahrungen in den unterschiedlichsten Bereichen, also religiöse Erweckungserlebnisse, ästhetische Inspirationen. So ist es bei Tillich schon ein ganzes Jahrzehnt. Also Tillich hat in seinem biografischen Rückblick mit Bezug auf deutsche Geschichte immer ausgeführt, der Kairos eine funktionierende reale Demokratie in Deutschland hinzubekommen, hätte zwischen 1918 und zwischen 1933 gelegen. Also es hat natürlich auch mit seinen biografischen Erfahrungen zu tun. Es gibt diesen Einschnitt mit dem Ende des Kaiserreichs, aber es gelingt eben nicht, eine reale Demokratie so zu etablieren, dass man damit den Ausgang in die Barbarei und den Faschismus versiegelt hätte. Also bei Tillich ist es ein Jahrzehnt. Es gibt Kairos-Philosophinnen, die nehmen auch gerne mehrere Jahrzehnte. So gibt es vor allem so im Bereich der Umweltphilosophie, wo zum Beispiel im Anschluss an den Bericht des Club of Rome 1972 gesagt wurde, wir haben jetzt 100 Jahre Zeit, unser ökologisches Problem zu lösen. 100 Jahre sind jetzt für so dieses Blitzhafte des Kairos natürlich ein sehr, sehr langer Zeitraum. Vielleicht angesichts der Länge historischer Prozesse auch durchaus gerechtfertigt, aber es verliert dann mindestens die Qualität, dass es diese Dringlichkeit zum Handeln betonen würde. Diese Dringlichkeit zum Handeln, das auch immer mit Risiken behaftet ist, das hast du auch gesagt, was ist, wenn man sich verschätzt und versucht zu handeln, als ob Kairos wäre und nachher ist es keine Gelegenheit. Das müssen wir anhand von Kriterien behandeln. Ich hatte zuletzt formelhaft die Gelegenheit gleichgesetzt mit, wir brauchen einen klaren Zweck, definierbare Mittel, günstige Umstände. Das Zweckhafte, was ich sonst auch als utopisches bezeichnet habe, finde ich, ist bei diesen Protesten im Iran gerade durchaus der Fall. Es geht tatsächlich darum, dass Menschen auch etwas Einschneidendes fordern, nämlich Freiheit. So, insofern ist ein Zweck durchaus vorhanden. Wir haben auch ausreichend Momente von Krise oder vielleicht günstigen Umständen. Also es gibt auch schon Berichte, dass Polizeikräfte das Einschreiten gegen Demonstrierende verweigern. Das gehört auch häufig zu solchen Situationen, dass die Schwäche der Gegenseite günstige Umstände schafft, dass der klare Block derjenigen, die an der Macht bleiben wollen, bröckelt. Ob sich das im Iran von Rissen zu Brüchen ausweitet, wird auch viel damit zu tun haben, wie sich diese Prozesse entwickeln. Wenn sich da nichts tut, wird sich das Zeitfenster bald geschlossen haben. Die schwierigste Frage, gerade bei dieser Art von Geschichtsphilosophie, ist ganz häufig die Vorbereitung und auch das Phänomen, dass wir selber überrascht werden, wenn wir in solche Situationen geraten, ob es im Persönlichen oder im Historischen. Wenn man da ein Beispiel für nehmen möchte, würde ich eine Revolution zurückgehen, nämlich zum arabischen Frühling. So, als die Diktatur in Ägypten zum Beispiel gewankt hat und es klar war, auch das Regime kann sich nicht mehr auf die Bevölkerung stützen, da musste Mubarak relativ schnell verschwinden.
Es hat sich aber auch gezeigt, und das ist das Offene an Kairos-Situationen, dass es unterschiedliche Kräfte gibt, die sich vorbereitet haben. Da waren die einzigen, die sich vorbereitet haben, die Muslimbrüder. Und die haben das historische Vakuum, was so eine Situation auch bedeuten kann, kurzfristig genutzt und damit wiederum provoziert, dass ein neuer Militärdiktator eingreifen muss. Und interessanterweise waren gerade die liberalen Protestierenden, die diesen Prozess angestoßen haben, dann sehr geschockt davon, dass sie zwar in der Lage waren, so ein Regime ins Wanken zu bringen, aber überhaupt nicht vorbereitet, das zur Konstitution von einer realen Demokratie zu nutzen. Das wäre ein bisschen die Frage, die ich beim Iran in der Sache schwer einschätzen kann, inwieweit ist die Opposition da nicht nur in der Lage zu protestieren, sondern auch das zu leisten, was zum Ausgang einer Kairos-Situation gehört, die Konstitution von etwas Neuem. Das ist der Punkt, weil es ist interessant, wo du das gerade sagst, im arabischen Frühling angesprochen hast, wenn man nochmal 30 Jahre zurückgeht, die Revolution im Iran, die dann nachher die islamische Revolution war, 1979, der Schah wird gestürzt. Auf wen haben, wo maßgeblich auch Frauen, Liberale und Linke, daran beteiligt waren? Und auf wen haben sie sich verlassen? Sie haben sich auf Khomeini verlassen, dass er eingeflogen wird, und haben einen Pakt eingegangen. Und wer waren die Ersten, und mit die Ersten, die nach der Machtübernahme durch die Mullahs verhaftet und ermordet wurden? Liberale, Linke und Frauen mussten Kopftuch tragen und wurden verschleiert. Und genau das ist, glaube ich, so ein Punkt, auf den ich hinaus will. Also sozusagen, es geht da auch zur Geschichtsphilosophie. Wir wollen aus der Geschichte lernen. Wir müssen aus der Geschichte lernen. Ich glaube, wir haben auch nichts anderes, aus dem wir lernen können. Nur jetzt sind wir in voller Schwierigkeit. Genau das hast du ja auch zumindest angerissen in deinem Vortrag. Aber Geschichte sich eben nicht chronologisch verhält. Das heißt, wenn wir sagen, wir lernen aus der Vergangenheit, ist sie eben nicht eins zu eins anzuwenden. Und ich glaube, das ist sozusagen der springende Punkt eigentlich. Es sagt sich immer so leicht, aus der Vergangenheit lernen, nicht mehr die gleichen Fehler machen. Ich glaube, die gleichen Fehler können wir gar nicht machen, weil wir haben eine andere, bleiben wir beim Iran, ne? Oder so in der arabisch-persischen Welt, wir haben eine andere Situation jetzt, als aber mal in den sozusagen antikolonialen Kämpfen der 60er, 70er, ne? Wo ich das im allerweitesten Sinne noch mit reinnehmen würde. Und auch die Revolution von 79. Das heißt, es bleibt nichts anderes übrig, als aus der Vergangenheit zu lernen, weil in die Zukunft können wir nicht schauen. Zumal eben, wenn sie nicht, wie du ja richtigerweise dargestellt hast, chronologisch abläuft und nicht nach, positivistisch und naturwissenschaftlich ausgedruckt, nach starren Gesetzmäßigkeiten ist. Wo ist, bleibt dann da das Moment, sozusagen, wo wir sagen können, da sind wir wirklich vorbereitet? Oder geht das schlussendlich, das wäre sozusagen, um als Frage zu formulieren, oder ist das schlussendlich schlicht unmöglich? Wissen wir nur nicht, wann die Gelegenheiten kommen, und zugespitzt gefragt, und können wir uns überhaupt auf solche Situationen vorbereiten? Ich glaube, bereits, dass Leute anfangen, sich vorzubereiten, ist auch ein Teil davon, wenn man so will, eine Kairos-Situation herbeizulocken. So, es ist ja nicht so, dass es seit 1979, und das war in der Tat, wenn man so will, eine doppelte Gelegenheit, die Mullahs haben eine Gelegenheit gesehen für ihren Zweck der Islamischen Republik. Demokratisch-feministische Kräfte hatten eine Gelegenheit gesehen, 1979 den Schah loszuwerden und demokratische Verhältnisse einzuführen. Den Kairos haben die Mullahs erwischt. Nun ist ja die iranische Opposition in diesen 40 Jahren nicht untätig gewesen. Das heißt, da gab es ja immer so etwas wie eine oppositionelle auch Zivilgesellschaft, in der Sachen vorbereitet und ausgetauscht werden. Also, solche Situationen kommen ja nicht aus dem Nichts, und die Frauen im Iran merken ja nicht auf einmal über Nacht, dass alles anders geworden ist und sie sich befreien wollen, sondern das hat ja ein vulkanisches Gären vorher. Ich war in Hannover bei Demonstrationen von Exil-Iranerinnen, wo viele, die auch seit Jahrzehnten hier sind, jetzt zu überlegen, das wäre jetzt die Zeit, um in den Iran zurückzukehren, weil sie da gebraucht werden. Und wenn ich mit denen darüber gesprochen habe, hat mich auch ganz oft das angeblitzt, was ich in anderen Worten als ein kairologisches Bewusstsein bezeichnen würde. Die Frage, woher beziehen wir das? Ich glaube, das ist eine komplexe Mischung. Wir haben natürlich Wissen darüber, wie sich historische Umbrüche
vollziehen können. Also ohne eine Krise dessen, gegen das man anläuft, läuft man gegen eine geschlossene Tür. Und man kann nur morsche Türen tatsächlich einrennen. Was ich gar nicht verhehlen möchte, und ich glaube, da muss man dann auch als Philosoph bescheiden genug sein, dass es ein vor- oder übertheoretisches Moment gibt, was ich Kairos Intuition nennen würde, was auch ein Wagnis bleibt. So, also diejenigen, die sich jetzt entscheiden würden, in den Iran zu gehen, um diese Proteste zu stärken, gehen natürlich ein Wagnis ein, weil sie glauben, da besteht eine Gelegenheit, sie haben keine Garantie. Also das, glaube ich, auch ist ein Unterschied. Chronologische Fortschrittsphilosophien haben häufig die Idee gehabt, man hätte einen garantierten Ausgang der Geschichte. Das kann eine chronologische Geschichtsphilosophie nicht bieten. Ich glaube trotzdem, dass es Wissensaspekte gibt. Also man kann eine Krise analysieren, man kann auch Kräftekonstellationen analysieren. Und ich glaube, ein wichtiger Moment gerade in solchen Prozessen ist, dass es nicht nur eine individuelle Erkenntnis ist. Also ich glaube, das ist nicht nur so dieser Generalstab, der dann irgendwie entscheidet, wie die Situation ist, sondern es gibt da auch einen Moment von massenhafter Intuition, so eine Gelegenheit zu erkennen. Also wie schnell sich so ein Funken, wie die Ermordung der jungen Frau durch die Revolutionsgarden ausgeweitet hat, hat einerseits natürlich mit der unmittelbaren Empörung zu tun, andererseits aber auch mit den vorbereiteten Kräften der Opposition in diesem Land und damit, dass so ein Funke eben auch überspringt und ganz viele Menschen auf einmal in einer Situation erkennen, das ist die Zeit zu handeln, wir können nicht länger warten. Und genau. Ich glaube, dieses intuitive Moment ist da tatsächlich auch aus solchen historischen Momenten nicht auszuschalten. Mhm. Genau, deshalb das häufig auch so ein rauschhaftes Zeiterleben in solchen Tagen ist. Ja, voll, total. Also alle, bei denen wir sozusagen, eine Generation vor uns, bei denen wir studiert haben, das sind ja, und sozusagen von denen wir gelernt haben, sind meistens Leute, die im weitesten Sinne 68 mitgemacht haben, was ja sozusagen gegen allem, was wir jetzt besprechen, gerade ein Revolutionchen, eine kleine Revolte war, aber wo die Leute, genau, mit denen wir zu tun hatten früher oder immer noch zu tun haben, die paar, die noch leben, immer noch von zehren, ne? Ihr ganzes Leben eigentlich von gezerrt haben. Aber ich wollte das, was du gerade beschrieben hast, eigentlich nochmal auf den Punkt bringen, eigentlich dieses Dilemma, in dem wir sind. Weil was sozusagen das Einzige, was wir haben, um vorbereitet zu sein, das Einzige, was wir haben, aus dem wir etwas ableiten können, aus dem wir den Gang der Geschichte, damit auch den Lauf der Dinge erklären können, ist Geschichtsphilosophie. Genau das, was wir in genau diesen Momenten, diesen Gelegenheiten überhaupt nicht brauchen, ist Geschichtsphilosophie. Also dass wenn, genau, also niemanden, ne, sozusagen, in Teheran auf der Straße ist geholfen mit Geschichtsphilosophie. Also ich glaube, wir beiden wären wahrscheinlich die letzten Personen, die die jetzt da brauchen. Wahrscheinlich. Gleichzeitig ist, genau, ist Geschichte will gedeutet werden, muss gedeutet werden, man muss sich vorbereiten. Dafür brauchen wir die Geschichtsphilosophie. Und das sozusagen so nur so am Rande, das ist das Dilemma. Ich wollte es nochmal, dass wir zum nächsten Punkt kommen. Ich glaube, das trifft ja auch gerade aktuell auf Interesse, dass wir dieses Thema mit dem Revolte, nenne ich es jetzt erstmal noch im Iran, vielleicht auch eine Diskussion nochmal besprechen, uns unterhalten, auf eine andere Zeit zurück und auch so ein bisschen auf der Situation, in der wir uns vielleicht befinden. Du hast ja in einem Vortrag viel über, auch dankenswerterweise, weil er immer so eine Randfigur leider noch geblieben ist, über Paul Tillich gesprochen, einen sowohl zeitlich als auch sozusagen praktisch im weitesten Sinne Weggefährte. Max Horkheimer kommt auch an ein paar Stellen in deinem Buch vor. Max Horkheimer sprach zu ähnlicher Zeit über die, in der Tillich die Überlegung angestellt hat, die du gerade referiert hast. Dann spricht er davon, das zitierst du, glaube ich, auch dann irgendwo, dass der, was der Revolutionär nicht braucht, ist Geduld. Mhm. Ja, das sagt er. Da geht es um die 20er, 30er Jahre. Johannes Agnoli, auch eine Randfigur der kritischen Theorie, auch weniger bekannt, ein Staatstheoretiker, Staatskritiker, muss man genau sagen, der sich aber eben auch über Utopie und Subversion Gedanken gemacht hat, sagt 1990 im Zusammenbruch der Sowjetunion, so das letzte Großexperiment einer Linken, was er im Prinzip schon eigentlich in den 1920er Jahren gescheitert ist und eigentlich dann nur noch fast nur noch Terror hervorgebracht hat. Nichtsdestotrotz, er spricht davon eigentlich, er sagt genau das Gegenteil eigentlich. Das, was uns jetzt eigentlich bleibt, ist nur noch die Maulwurfsarbeit, das zitierst du, ne? Damit meint er auch die mühselige Arbeit am Begriff. Und was wir dafür brauchen, ist Geduld. Und er
das ist das Sympathische bei ihm, er ergänzt das Geduld und Ironie. Also wir sind im Prinzip, und das gilt zumindest für uns hier im Westen bis heute eigentlich noch, wir sind in einer merkwürdigen Situation. Wir sind in der komfortablen Position, das zu studieren, uns darüber auszutauschen. Wir müssen dafür nicht in den Untergrund, wie man das vielleicht im Iran muss. Wir können hier offen darüber sprechen, wir können das sogar studieren. Wir können uns an Wochenendseminaren nächtelang über einen Satz bei Hegel streiten. Wir können Hegel und Marx und Kant gegeneinander diskutieren und uns bilden. What for? Ist die Frage. Bei uns ist die Leidenschaft natürlich auch. Es ist nicht nur sozusagen im Kopf der Leidenschaft, sondern uns ist auch eine Leidenschaft des Kopfes ja tatsächlich, das Denken. Das ist auch unsere Aufgabe als Philosophen. Aber ich glaube, ohne Geduld und Ironie in unserem Zeitalter, und du hast über Zeit und Raum gesprochen, in dem Raum, wir sind jetzt im weitesten Sinne mal im Westen, und in der jetzigen Zeit kommen wir da tatsächlich ohne Geduld aus und mit diesem Bonmot von Agnoli ohne Ironie. Mhm. Weil wir sind ja fast froh, dass doch alles anders ist. Wir sind ja fast froh, dass jetzt sowas in Iran zum Beispiel passiert. Ich finde das auch sehr gut, dass du diese Bescheidenheit mit erwähnst. Wie untauglich Geschichtsphilosophie wäre, würde man uns jetzt in den Iran exportieren. Da muss man sich natürlich einräumen, es geht immer auch um eine Klärung innerhalb von Philosophie. So, also da ist die karolingische Geschichtsdeutung natürlich erstmal ein starker Kontrastentwurf zum abwartenden Fortschrittsglauben und ist ja auch von Tillich als solcher entwickelt worden. Philosophie, die sich mit Altersverstand verbindet, kann, glaube ich, aber auch Wurzeln fassen. Also es macht einen großen Unterschied, ob Menschen grundsätzlich ihr Leben so auffassen, dass sie davon ausgehen, es wird einen kontinuierlichen Fortschritt geben oder wir leben in einer Katastrophenzeit. Da können wir schon Deutungen anbieten und reagieren ja auch auf Altersverstand. So, ich glaube, auch die Zeit, in der solche Entwürfe gemacht werden, schlägt sich da nieder. Bei den beiden Namen, die du gesagt hast, Horkheimer und Agnoli, einmal die Revolutionären braucht am allerwenigsten Geduld, die Revolutionären braucht am allermeisten Geduld. Das sind für mich beides Kairologen. Mhm. Also die stehen beide auf genau dem Boden, den man haben konnte. Wo sich auch dieses Dilemma aber wieder, diese beiden Pole ausdrücken. Max Horkheimer in 1930, wir können uns keine Geduld leisten, wenn wir das, was droht, verhindern wollen. Agnoli 1990, wir müssen jetzt erstmal geduldig überlegen, was im 20. Jahrhundert schief lief, wenn wir überhaupt noch für möglich halten wollen, dass es nochmal Chancen zu Eingriff in historische Abläufe geben soll. Und die haben auch beides. Ich hatte vorhin objektive und subjektive Faktoren genannt. Ich möchte das noch einmal zuspitzen. Das Objektive kann auch was ganz Katastrophisches sein. Also man darf auch nicht unterschätzen, dass Veränderung häufig aus ganz schlimmen Situationen heraus geschieht. Also auch kein Wunder, dass von Zeitenwende jetzt die Rede ist, seitdem, ich will nicht sagen, wie der Krieg in Europa ist. Krieg in Europa hatten wir auch in Jugoslawien und an vielen Orten davor. Aber dieses katastrophische Moment mit dazugehört, das Erschütternde auch, das kann man zurückverfolgen bis in die religionsphilosophischen Wurzeln des Kairos-Gedanken. Also wenn man alttestamentarische Propheten liest, dann kündigen die immer erst Katastrophen an und aus den Katastrophen heraus wird dann die Gelegenheit und die Rettung durch den Messias. Und das gilt auch säkularisiert. So. Also ein Kairos zur sozial-ökologischen Transformation kriegen wir nur aus dem Bewusstsein über die Klimakrise heraus. Aber das Katastrophische macht es eben auch nicht alleine. Menschen können vor Katastrophen erzittern, wie das Kaninchen vor der Schlange. Sowas als Handlungsmomente dann zu erkennen, braucht Courage. Und genauso kann es natürlich auch Courage brauchen, wenn man zur Geduld mahnt und auch Leute, die aus guten Motiven danach drängen, Sachen zu realisieren, die vielleicht gerade nicht realisierbar sind, zur Geduld zu ermahnen. Also für mich wäre die Courage, aber auch die Geduld als eine Tugend zu verstehen. Und ob
die eine oder die andere angemessen ist, hat halt auch, deshalb sind Horkheimer und Agnoli für mich beide Kairologen, viel mit dieser Frage zu tun, die ich im letzten Tillich-Zitat hatte. Wenn nicht alles jederzeit möglich ist, dann muss man sich dessen bewusst sein und sich versuchen, deutlich konkreter zu verhalten, was auch ein gewisses Korrektiv innerhalb der Geschichtsphilosophie einbaut. Also gegenüber den großen Bögen, Geschichte geht immer ins Positive, Geschichte ist der Niedergang der Menschheit. Dagegenüber ist ja das kairologische Modell eines, was einerseits präziser ist, aber andererseits auch mit einer größeren Offenheit und einem größeren Spielraum für menschliches Handeln rechnen muss. Ich würde das gerne um einen Gedanken ergänzen und ein bisschen auch meiner Aufgabe gerecht werden. Auch nochmal vielleicht so am Aspekt des Buches, für das wir hier auch Werbung machen, hinführen. So schon auch vorher, aber auch vor allem in dem Buch, auch relativ ausführlich beschäftigst du mich auch mit dem Philosophen der Utopie, Ernst Bloch, entwickelst, kritisierst auch manche Sachen an ihm, entwickelst sozusagen seinen Gedanken dann auch weiter, von der utopischen Theorie zur kairologischen Theorie und kairologischen Praxis. Aber ich würde gewissermaßen gegen Bloch und gegen, er steht ja auch für eine bestimmte Tradition des westlichen Marxismus, eine bestimmte Tradition der kritischen Theorie, die bis auf Benjamin, den du auch ausführlich am Anfang des Buches behandelst, zurück, die Fortschrittskritik, die du auch referiert hast, vollkommen zu Recht. Und da würde ich immer nur Benjamin, die Geschichtsphilosophen Thesen, für Werbung machen, stark machen, eines der besten Werke sozusagen im unorthodoxen Marxismus in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, auch sozusagen ein Urwerk, also ein ursprüngliches Werk einer kritischen Theorie. Aber nichtsdestotrotz gerade doch auch den Kronos nochmal stark machen. Sozusagen den gewissermaßen den Fortschritt, und ich möchte ein anderes Wort, was wir öfter auch schon sagen, in unserem engeren Sinne, philosophisch begriffliche Arbeit, die wir hier machen, behandelt haben, Fortschritt sozusagen in eine Konstellation mit dem Begriff der Beharrlichkeit, einer der wichtigsten Begriffe, in denen die Antike und haben eben auch Aristoteles und vor allem sein Vorgänger Platon auch immer sozusagen die großen unveränderlichen Ideen, letztendlich sowas wie Göttliches mit beschrieben hat. Eine der wichtigsten Eigenschaften von Gott ist neben, dass er ewig ist und sowas, dass er unveränderbar, dass er beharrlich ist. Sozusagen. Und die Beharrlichkeit, und auch wenn sie ganz, 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 also ein Fortschritt ganz, ganz langsam ist und eigentlich fast nicht mal erkennbar und für uns nicht erkennbar und sind es immer zu leicht, sozusagen, und sonst geht es immer nicht schnell genug. Das ist auch diese Ungeduld, die ich ja total nachempfinden kann. Wir sind in diesem Dilemma, natürlich. Ich würde lieber heute als, ne, lieber gestern als heute losschlagen, aber ist natürlich nicht. Und da zum Beispiel ist sowas wie der Rechtsstaat, oder, ne, eine Rechtsstaatlichkeit oder sowas, ne, eine durchs Recht abgesicherte Ordnung, ne, die uns, ja, das regt uns total auf. Ne? Das ist die Mühen so langsam malen. Oder, ne? Man kommt fast zu nichts, man muss jahrelang prozessieren, wenn man irgendwie sich mit dem Nachbar streitet oder sowas. Aber ich möchte stark machen, gerade diese Beharrlichkeit sozusagen des Rechts oder sowas, sozusagen, die genau exakt auf der anderen Seite stehen würde, auf dieser einen sozusagen revolutionären Moment oder dieser einen Gelegenheit oder sowas steht, die ich aber nicht unterschätzen darf. Ne? Und die wir sozusagen, die uns auch das alles garantiert, das, was wir hier tun, für was Leute im Iran zum Beispiel kämpfen, dass sie so etwas haben, dass sie sich auf etwas verlassen können. Das widerspricht nicht dem, was du sagst unbedingt, in gewissermaßen vielleicht Bloch, aber auch nicht wirklich. Aber das ist eine Sache, die wir lernen müssen. Dafür steht die klassische kritische Theorie, die sogenannte Frankfurter Schule, hat das natürlich dann eingesehen. Das ist das, was Horkheimer hat nach der Erfahrung Auschwitz im Prinzip sich mit nichts anderem beschäftigt oder sich in der Hauptsache genau damit beschäftigt. Wie ist eben, deswegen komme ich drauf, du hast eben auch den, ich nenne es jetzt mal den negativen Kairos angesprochen. Also wie, nicht nur, wir haben gerade darüber diskutiert, wie sind wir vorbereitet auf die gute Gelegenheit, wie du zu Recht den Kairos als die gute Gelegenheit vorgestellt hast, aber auch, wie kann man sich wappnen gegen die schlechten Gelegenheit, die dann von den falschen Leuten mit den bösartigen Absichten ergriffen wird, wie man sich dagegen wappnet. Und dagegen würde ich dann doch wieder den Kronos vielleicht in Stellung bringen. Natürlich nicht mit diesem naiven Fortschrittsglauben, dass sich alles von der Amöbe irgendwie bis zum Paradies sich chronologisch weiterentwickelt und von selber, natürlich nicht.
aber sowas wie eine Beharrlichkeit von Institutionen, eine Beharrlichkeit eines Rechtsstaates oder sowas, ne? Und von bestimmten sozusagen ja auch Gebräuchen, Traditionen und sowas vielleicht, ne? Also ein gewisser, auch dafür steht Horkheim, ein gewisser Konservativismus, der sich dann sozusagen, den sich der Revolutionär eigentlich aneignen sollte, gerade in nicht-revolutionären Zeiten vielleicht oder in konterrevolutionären. Ich würde da eine Differenzierung im Begriff des Fortschritts machen. Du hast es einerseits schon als naiver Fortschritt erzählt, dieser Automatismus, was häufig damit assoziiert wird, ein Fortschreiten, etwas, was schon da ist, muss halt nur immer beliebig seinen Gang gehen. Das streicht die Chirologie durch. Was ich als Fortschritt gelten lassen würde weiterhin, und das lässt sich auch mit dem Begriff des Rechts verbinden, sowas wie die Ausdehnung des Wahlrechts von Männern auf Frauen, so, ist natürlich ein sozialer Fortschritt. Hat viel zu lange gedauert, so, klar. Und ist halt auch nichts, was peu à peu schrittweise kommt, so, sondern in Deutschland hat durch die Novemberrevolution 1918 auch durch den Einschnitt. Das bringt uns zurück zum Verhältnis Kronos-Kairos. Ich hatte schon erwähnt, dass diese Göttergestalten sind ja verwandt. Das ist ja der Opa und sein Enkel. So, da soll man sich natürlich auch familiär gut vertragen. So, ich habe mir das immer so gedacht, wenn man die Kairos-Zeiten als Ausnahmezeiten fasst, darf man die natürlich auch nicht ins Unendliche dehnen. So, also ein Kairos unterbricht die chronologische Zeit, aber irgendwann wollen die Menschen auch wieder Ruhe haben und kehren zu einer, wenn man so will, neuen Chronologie auf einer anderen Grundlage zurück. Also auch Revolutionen, die kein Ende finden. Die Französische Revolution ist da das abschreckendste Beispiel, wo die Leute davon nicht lassen wollen und das in Tugendterror endet. Hegel spricht dann von der Furie des Verschwindens. Und so kann es natürlich nicht gehen. Also eine Chronologie wird katastrophisch unterbrochen, lässt sich chirologisch unterbrechen, ist aber natürlich immer zu überführen in die Gründung und die Absicherung auch von neuen Rechten, die dann gehalten werden. Also insofern würde ich Kronos und Kairos auch nicht als Feinde betrachten, sondern Kronos, Kairos, chronologische Zeit, chirologische Zeit durchaus auch als Abfolge, mit der wir zu rechnen haben. Wie verriegeln wir die schlechten Gelegenheiten? Mhm. Es sind ja häufig doch dieselben, ne? Also soziale Krisen, die Antworten von unterschiedlichen Seiten hervorrufen, die verschiedene Varianten bieten. Also entweder man nimmt eine Position ein, die jegliche Stellungnahme, jegliche Haltung vermeidet. Die Angst vor Entscheidungen heißt in der Psychologie übrigens Kairophobie. Also die Angst, bei Gelegenheiten Entscheidungen zu treffen, ist ein diagnostizierbares Symptom. So können sich Menschen bei der Krankenkasse als Kairophob klassifizieren und in Therapie schicken lassen. Die anderen Varianten sind natürlich, und damit komme ich ein Stück weit zurück zu Bloch, ob man Einschnitte und Krisensituationen, die Veränderungsbedarf erzeugen, eher so auffasst, dass man da mit dem Moment der Hoffnung, auch mit dem Affekt der Hoffnung herangehen kann. Jetzt können wir Sachen verbessern. Oder mit dem Affekt der Angst. So, und der Affekt der Angst, der gerade in diversen Krisen eher den Rechtspopulismus befeuert, ist das Problem. Und da können natürlich Krisen auch zu Gelegenheiten für die völlig falschen Leute werden, die meistens dazu aufrufen, und das ist auch ein Strukturmerkmal faschistischer Geschichtsphilosophien, in solchen Fällen dann immer eine gute alte Zeit zu beschwören, in die man zurück will. Und die Krise dann als Gelegenheit betrachtet, Restauration zu betreiben. So, wir möchten alle wieder in den 50er Jahren leben, weil die so schön waren. Dem man gegenübertreten muss, mit einer durchaus utopischen Perspektive. Wir müssen Krisen und Umbrüche auch als etwas sehen, was Chancen bietet, die wir, indem wir unsere eigene Kairophobie überwinden, nutzen. Und es mag dieselbe Situation sein, die zwei verschiedene Seiten aufmacht, wie du vorhin auch schon am Iran 1979
gezeigt hast, das war eine unsichere Situation und die Mullahs haben sie genutzt. Die waren da leider nicht kairophob, sondern haben sich dazu entschieden, ihr Regime durchzusetzen. Und die anderen, ich sage alle, also im weitesten Sinne wir wären das damals gewesen, waren zu naiv, nicht vorbereitet. Das war so ein bisschen eigentlich die Frage. Das werden wir jetzt nicht, heute nicht klären können. Vielleicht gleich nochmal, das wäre für die Diskussion auch Erfahrungsaustausch eventuell. Für angesichts, vielleicht genau, auf einen letzten Punkt zu sprechen kommen, angesichts der fortgeschrittenen Zeit, dass wir jetzt vielleicht noch einen letzten Punkt besprechen oder den ich noch mache, der gar nicht da weit weg, gar nicht so weit von weg ist, aber der das nochmal so ein bisschen zu unserer eigenen Disziplin eigentlich bringt, also zu der des Philosophie und des Denkens. Du sprichst in deinem Buch davon, das ist in dem schon angesprochenen Kapitel von mir, wo es um Benjamin geht. Es geht eigentlich um den Philosophen, den noch zeitgenössischen Philosophen Agamben, aber den du, das ist auch immer so ein Vorzug, kann ich nur empfehlen, des Buches, eigentlich zu einem mehr oder weniger aktuellen Denker. Neben Agamben zum Beispiel ist es Wallerstein, auch noch in der Weltsystemtheorie, sagt der einen oder dem anderen vielleicht etwas zu sprechen kommt und das sozusagen mit einem Denker der Geschichte sozusagen kurz schließt. Und dann kann man sich auch auf Benjamin beruft. So, und da sozusagen machst du den Punkt stark, wir sollten, oder es gilt sozusagen so zu handeln, als ob diese Welt nicht mehr bestünde. Das ist auch sozusagen, geht auch an, genau, auf ein, sozusagen auf so ein messianisches Motiv eben auch von Benjamin zurück, der sozusagen was materialistisch Kommunistisches mit was sozusagen jüdisch-messianischem versucht dazu verbinden, weil er sozusagen aus beiden Traditionen kommt. Und nochmal, weil mir das wichtig ist, jetzt sozusagen auch mit den Begriffen geht, also so zu handeln, ne, als ob diese Welt nicht mehr bestünde, das ist sozusagen ist die Aufgabe oder sei die Aufgabe an diejenigen, die vorbereitet sein möchten, die den Kairos dann auch wirklich ergreifen wollen, ne, die dann eben vorbereitet sein wollen. Im Prinzip jetzt schon oder vorher so zu handeln, als ob diese Welt nicht bestünde. Ich sage dagegen eigentlich, und das habe ich hier zum Beispiel in einem, als wir keine Wurzeltische und nichts machen konnten, haben Peter und ich ein bisschen mit TikTok-Videos und solchen Sachen rumexperimentiert und haben uns da auch, wir haben erst lange diskutiert und dann, es war gar nicht so einfach, aber super Erfahrung, dann auf eine ganz, ganz kurze Zeitspanne von 30 oder 60 Sekunden Sachen zu verdichten. Und da habe ich es sozusagen einen ganz ähnlichen Gedanken, aber dann doch ganz anders formuliert. Und zwar nämlich, es ist so zu denken, und zwar von einem bestimmten Standpunkt aus, vom Standpunkt der Erlösung aus, was eigentlich im Prinzip was Ähnliches meint, auf was Ähnliches hinaus will, nämlich unser Denken so einzurichten, als ob sozusagen wir schon im erlösten Zustand wären. Also zu denken ist vom Standpunkt der Erlösung aus. Aber eben, und ich glaube, du hast von die Bescheidenheit angesprochen. Das ist das, was wir eigentlich erstmal tun müssen. Vielleicht, weil ich glaube, dass wir auch nur das tun können. Adorno sagt, Praxis ist auf unbestimmte Zeit sozusagen, ist vertagt, auf unabsehbare Zeit vertagt. Und ich glaube, das gilt gewissermaßen für uns immer noch. Und deswegen nicht so zu handeln, als ob diese Welt nicht mehr bestünde, sondern weil ich den Gedanken natürlich sympathisch finde und als Impuls das ja auch in mir habe. Aber ich glaube, im Sinne von dir angesprochene Bescheidenheit, es ist zunächst so zu denken oder es ist vom Standpunkt der Erlösung aus zu denken. Das bringt uns zur Geschichtsphilosophie zurück, sozusagen nicht vom Ursprung auf. Das tun die Faschisten. Die denken vom Ursprung, wollen zum Ursprung zurück. Nein, da bin ich ganz Utopist eigentlich und ganz, ganz bei dir eigentlich auch. Da sind wir uns uneinig. Nein, wir müssen schon eigentlich vom Maximalen ausgehen, also vom Paradies her. Ne? Denken. Also, aber ich glaube eben, und das würde ich stark machen, es ist vom Standpunkt der Erlösung aus, ist zu denken und nicht so zu handeln, als ob diese Welt nicht bestünde. Das ist eine schöne Vorlage für ein Schlusswort, wo wir vielleicht auch ein bisschen anfangen können, einen Funken für einen Streit aufzubauen, den wir dann gleich in der Diskussion aufflammen lassen. Das erste nämlich nochmal, um kurz was zum Buch zu sagen. Also meine Frau Lisa Doppler, die auch Soziologin ist und da kompetent, hatte mir verboten, die Philosophiegeschichte der Kairologie chronologisch zu erzählen, weil das ist erstens albern und zweitens meinte sie, es will doch niemand bei Aristoteles anfangen.
So, stattdessen mache ich es in drei Anläufen umgekehrt. Um bei deinem Beispiel zu bleiben, ich fange mit Agamben an, der ja auch sagt, die Kairos-Zeit ist für ihn immer so eine Art Zwischenraum, deshalb als ob. Also das Neue ist noch nicht da, das Alte ist noch nicht vergangen. Man befindet sich, erinnert euch an das Bild, auf Messerschneide. Damit greift er zurück auf das, was bei Benjamin Jetztzeit heißt, der sich wiederum, das rückt auch Agamben ja zusammen, Benjamin und Paulus. Paulus als derjenige, der den Kairos-Begriff in der europäischen Ideengeschichte aufgeladen hat, kommentiert ja genauso eine Zwischenzeit. Jesus ist gestorben. Wenn er der Messias war, wird er in absehbarer Zeit wiederkommen. Und sein Rat an die guten Christinnen ist, verhaltet euch so, als ob die Gestalt dieser Welt, das römische Imperium, bereits vergangen wäre. Also versammelt euch, teilt euren Glauben, organisiert euch. Ich finde es nicht falsch, das auch zur Kenntnis zu nehmen, dass die sich häufig im Geheimen getroffen haben, in Kellern wie diesen, um natürlich auch erstmal das Denken als Obdenken auszugestalten. Aber gerade bei bestimmten Gelegenheiten drängt es natürlich zur Praxis. Und da würde ich auch beim Beispiel sagen, der Mut der Frauen im Iran, die den Schleier abnehmen, als ob es nicht verboten wäre. Die setzen damit ja durchaus ein Zeichen, was jetzt in dem Fall im Iran im besten Fall, wir sind hier nicht als Politologen heute, die da fundiert drüber argumentieren können, im besten Fall ein Gelegenheitsfenster eröffnen, das sich weitet, eben indem sie das tun, als ob es möglich wäre. Genau das ist jetzt, damit würde ich sagen, gehen wir gleich dann in die Diskussion, weil genau das ist der Punkt, den ich auch am Anfang angesprochen habe. Ich kann das nachvollziehen und ich glaube, es muss in manchen Gelegenheiten so gehandelt werden, als ob. Aber, und das ist mein Problem, davor möchte ich warnen, das kann keine Handlungsanweisung sein. Das haben wir im anderen Zusammenhang mal diskutiert. Ich habe vor ein paar Jahren in Osnabrück eine Buchvorstellung mit Matthäus Hagedorni, kann ich nur sehr empfehlen. Der hat ein Buch von vor drei Jahren, vier Jahren rausgekommen, Saira Verlag, über Georg Elser, den Hitler-Attentäter, geschrieben. Super nachgestellt, eine sehr interessante Figur, Georg Elser, der genau das Richtige getan hat, der Tyrannenmord, der Versuch des Tyrannenmordes. Sogar fast zum richtigen Zeitpunkt. Fast zum richtigen Zeitpunkt, die Gelegenheit war da, brauchen wir jetzt nicht nacherzählen. Nur, und da haben wir auch darüber diskutiert, und wir waren uns eigentlich, die meisten waren sich einig, es ist nicht zu empfehlen. Man kann nicht einem Einzelnen sagen, riskiere dein Leben. Also wir so können es sowieso nicht, aber auch generell können wir nicht sagen, nimm dein Kopftuch ab. Das ist das Problem. Also wir bewundern die Einzeltäter, wir bewundern den Mut jetzt gerade der Frauen, die das tun, aber es kann nie eine Handlungsempfehlung sein. Bring dein eigenes Leben. Opfer dich, weil wenn wir das lernen aus der Dialektik der Aufklärung, wenn wir eins gelernt haben und aus der Analyse sind wir bei der Geschichtsphilosophie von vor allem faschistischen, von narzisstischen Regimen, ist das, dass der Opferkult, also die Bösen haben zu 99% erkennt man sie darin, dass das Opfer und auch das Selbstopfer eine der größten Rollen spielen, sozusagen, dass sie vom Mythos hernehmen. Und wo wir uns immer gegen wehren müssen, wo wir sozusagen das Individuum, Frauen leben Freiheit, ich habe das Ganze nur mal wiederholen, das stellen wir dagegen. Das heißt, es kann keine Handlungsempfehlung sein. Es geht nicht um Märtyrer. Gefährde dein Leben. Es geht nicht um Märtyrertum von Individuen, da sind wir uns völlig einig. Deshalb hatte ich aber vorhin gesagt, dass Kairos-Erkenntnis sowohl ein intuitiver als auch ein kollektiver Prozess in Gesellschaften sein kann. Damit ist es aus dieser individuellen, also es ist dann immer noch ein Risiko, ne? So, ob man jetzt eine Gelegenheit zum Handeln auch ergreifen möchte. Aber das ist eben auch einer der sieben Weisheitssprüche aus der antiken Philosophie. Erkenne die Gelegenheit. Und dazu mag dann auch gehören, eine Risikoabwägung zu treffen, die genau das vermeiden soll, bevor du warnst, dass Leute sich blindlings opfern.